unprofessionell, einfach drauf. Hauptsache man kriegt TÜV. Ja, der V8 verliert ein bisschen Öl. Wow. Und so bin ich 200 gefahren. Auch sehen, ob das echt auch ein V8 ist. Ah. Das schützt doch gerne hier drin. Ey, auf einmal funktioniert die Klimaanlage nicht mehr. Aber egal, die werden wir uns eh anschauen. Hoschkel ist bei Kraftstoff. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den V8. 4,4 Liter. Ich bin 300 Kilometer gefahren, top, 320, so rechne mal mit bisschen hin und her, so 350 Kilometer bin ich gefahren. 50 Euro Sprit verballert, Aldus, ist doch gut. Wie viel Sprit hat es noch gehabt? Nicht mehr viel, ich habe Volltank gehabt. Also das Geile ist, der zeigt dir 9 Liter an, ne? Und ich muss doch sagen, ich habe natürlich ein bisschen gedrückt ab und zu. 200 km/h und du kannst so lenken, Aldus. Und ich bin mir sicher, hier sind ein paar Gelenke kaputt. Ich werde mir den Wagen jetzt von unten das erste Mal anschauen. Ich nehme euch natürlich mit, weil ich bin mal gespannt, was hier alles unten kaputt ist. Ich habe jetzt ein paar Sachen bestellt für den und ich habe Felgen gesehen, Aldus. Mhm. Wenn das klappt, das ist echt Schnäppchen des Jahres. Ja gut, egal, wir gucken uns jetzt von unten an. Wagenaufnahme, ah, haben wir hier schon mal nicht. Oh. Aber... Rosttechnisch sieht hier gut aus. Hauptsache kein Rost. Hier, Wagenaufnahme ist da. Ich drücke mal ein bisschen. Ja, ich meine, man hört das ja auch, wenn du den hochhebst. Ja, Aldus? Ja. Wenn der Wagenaufnahme, bei BMW ist ja so eine Krankheit, und wenn ihr den leicht hochhebt, dann hört einfach hin. Und wenn ihr so ein Knistern hört, dann ist das nicht gut. Aha. Hier sieht es ein bisschen verdächtig aus. Weil hier ist er eingedrückt, warum auch immer. Kann auch falsch angehoben sein hier. Aldus. Mhm. Aber es kann auch so viel gerostet sein, da muss ich schon näher kommen, Kollege. Oh. Das Geile ist, ich so, Aldus, hier könnte eingerostet sein. Aldus, 2 Kilometer. Ja, ich habe nur für das bestätigt, was du gesagt hast. Ich war gerade im Kopf woanders. Ja, man merkt, dass wir schon lange nicht mehr aufgenommen haben. Man merkt. Wir müssen wieder ein eingespieltes Team werden, Aldus. Ich muss vorausschauen, ne? Schon, was du denkst oder so. Ne? Nicht arbeiten, so wie du verdienst bei mir. Was verdienst du bei mir? Tja, das will keiner wissen. Ich bezahle auch mit Liebe. Ja. Das ist viel mehr wert. Geld ist nicht alles, Aldus. Das sehe ich da auch bei YouTube. Ich verdiene ja auch nicht Geld. Der ist hier falsch aufgehoben, hoffe ich mal, weil hier haben wir eine Beule. Oh, oh. Ansonsten haben wir ein Problem mit Rost. Aber ich hoffe mal, der wurde falsch aufgehoben. Wobei, der kann gar nicht falsch aufgehoben sein. Eieiei. Okay. Das werden wir sehen jetzt. So, jetzt schauen wir uns den echt mal an. Drück mir die Daumen. Mach ich. Gar nichts. Das hört sich gut an. Noch? So. Das erste, was ich mir natürlich anschaue, die Bremsen. Die Bremsen sind runter. Das merkt man auch, wenn man halt ein bisschen schneller fährt und abbremst, dass man halt, es wackelt. Und BMW brauche ich euch nicht sagen. Wir haben hier ein M-Fahrwerk, aber ich will nichts Falsches sagen, weil ich glaube, dass der 540er sowieso, glaube ich, M-Fahrwerk immer hat. Weil er ja relativ schwer ist vorne. Keine Ahnung. So, das fällt mir natürlich hier auf.
Hier ist auch schön die Standheizung versteckt. Ich schätze mal, dass sie den Standheizung mal angeschaut haben. Da hat man das natürlich mal aufgerissen. Das ist natürlich Moksen hier. Aber ist cool, Standheizung haben wir. Für mich ist das ganz normal, wenn ich im Winter ins Auto einsteige, dann muss ich erstmal frieren. Ist so. Und ich kenne das gar nicht, wenn ich einsteige, ist es warm. Also mir ist es egal, wenn ich jetzt eins habe und es funktioniert oder funktioniert nicht. Außerdem, ich habe gehört, Tank muss halb voll sein, damit es funktioniert. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das hat der Yilmaz gesagt, Aldosch. Oh. Also wird das bei mir niemals funktionieren. Jetzt gucken wir mal. Ha, war ja klar. Hier ist auf jeden Fall was ausgeschlagen. Was genau, gucken wir uns an. Aber ich glaube eher... Oh, hier ist auch was ausgeschlagen. Auch Bremse runter. Achte mal. Wow, und so bin ich 200 gefahren. Wahnsinn, ich habe es gar nicht gemerkt. Lenkrad hat nicht gewackelt, wir hatten kein Spiel im Lenkrad. Und wenn ich dann sehe... Die Seite ist echt heftig. Ja, das ist heftig. Okay, hier schauen wir uns gleich an. Gucken wir uns einmal hinten an, weil hinten hat er auch natürlich Probleme. Da haben wir ja diesen Querlenker unten, genau hier drunter. Und die gehen auch sehr, sehr oft kaputt. Oh, hat er nicht. Wow, er ist nicht kaputt. Korrekt. Bremsen hinten tot. Das heißt tot, geht. Müssen wir erneuern. Reifen brauchen wir uns nicht anschauen, den wir erneuern. Haben wir auch nicht. Ja, das ist ja cool. Wir haben kein Spiel hier. Ja, das ist cool, hinten haben wir nichts. Radlager oder so haben wir nicht, habe ich nicht gehört. Reifengeräusche habe ich gehört. Wie alt sind die Reifen? Ja, die Reifen sind 14 Jahre alt und das hört man auch. Hier, guck mal. Hier wurde irgendwas gemacht, hier in Rost, siehst du? Da haben die nur drüber lackiert. Aha. Keine Ahnung, aber hier stimmt was nicht. Will ich jetzt nicht abmachen, aber das siehst du ja, ne? Die haben die nur drüber gespachtelt. Hier haben die nur drüber gespachtelt. Hier auch, die ist ja abge... Hörst du das? Hier ist voll dünn. Das müssen wir uns genau anschauen. Jetzt gucken wir uns erstmal rosttechnisch an. Die üblichen Stellen, die immer rosten. Hier ist auch Rost. Da siehst du, unprofessionell einfach drauf. Egal wie, Hauptsache man kriegt TÜV. Wir haben hier noch 1,5 Jahre TÜV. Okay. Sonst, ja, das habe ich gehört. Hier habe ich das gehört. Der verliert hier unheimlich viel. Aber da sieht man auch warum. Weil der hier undicht ist. Das schauen wir uns auch gleich an. Die Cuts wurden nicht bearbeitet. Finde ich doch schon mal toll. Da verliert der auch nichts. Die Cuts sind drauf. Also kein Cut, heißt, klar. Genau, Vor-Cut, Nach-Cut. Nee, es ist ja auch so, du musst ja echt anschauen, ob die bearbeitet wurden. Aber wir haben hier auch kaum Sound. Ne? Also wir haben hier ganz normalen Sound, obwohl hier die Supersprit-Anlage eingebaut wurde. Hier, man sieht auch, der wackelt auch. Machen wir nochmal? Ja, der ist locker. Ich hab das aber auch bemerkt, dass der ein bisschen wackelt. Ja, aber Eidosch, du hast gesagt, unten am Auto hängt was. Nein, das war das hier, was ich von hinten gesehen habe, ja, die ganze Zeit. So baut man auch keine Schelle ein. Also nach unten ist die nicht gerade. Nach oben zeigen oder nach unten. Seitlich. Seitlich. Und ich dachte, hängt da was runter? Ey, also, was ist das? Leute, Supersprint-Anlage. Es ist eine geile Anlage. Ihr wisst ja, hier kostet so eine Anlage für einen V8, fangen die, ich sag mal, bei 1000 Euro an. Das heißt, wenn einer so eine Anlage möchte, das heißt, nur Endtopf, eintragungsfrei, kann gerne mich anschreiben. Ich verkaufe die. Also ich habe das auf jeden Fall, ja, ich gebe das auf jeden Fall günstig ab. Passen die nur bei E39? Nur bei E39? Ja, ich meine, ich könnte den auch auf einen 530 einbauen. Das ist ja an euch überlassen. Also V8 Modelle, 35 und 40. Könnt ihr den nehmen, weil der ist mir einfach zu big. Deswegen, den werde ich auf jeden Fall rausholen. Ich glaube, an Gelenken werde ich nicht viel finden, weil der wurde ja gemacht. Der hat ja noch ein halbes Jahr Dings gemacht. Der hat ja noch TÜV. TÜV hat er vom halben Jahr bekommen. Dann genau, hier haben die auch Querlenker erneuert. Der war, glaube ich, ausgeschlagen. Haben die erneuert.
Aber hinten haben wir auch kein Spiel. Hier, diese Lager meine ich, die gehen immer oft kaputt bei BMW. Auch die übliche Stelle, die Roststelle, wo die Bremsleitungen hergehen. Da haben die nur einmal mal unter Bodenschutz reingemacht. Hier hat man noch so eine Abdeckung. Die Abdeckung müsste man sich anschauen, aber der sieht sauber aus. Der sieht echt sauber aus von mir. Ja, hier haben wir auch eine Abdeckung, da sehen wir auch nicht viel. Auspuffanlage ist original, das finde ich sehr stark. Jetzt kommen wir natürlich zu unserem beliebten Problem, Ölverlust. Wenn ich mir die Schrauben hier anschaue, hat der auf jeden Fall keine Servicearbeit bekommen. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall machen, Getriebespülung machen. Das braucht er. Weil die Dichtung ist undicht, der verliert ganz leicht 300.000, ganz normal. Ja, der V8 verliert ein bisschen Öl. Aber ich sag euch, ein V8, der kein Öl verliert, ist kein V8. Ich selber habe noch nie einen V8 gesehen, der kein Öl verloren hat. Wo verliert der? Das kann ich euch ganz genau sagen. Erstmal Ventillecke, beide Seiten verliert der Öl. Das ist ganz klar. Und plus, wir haben noch die Servoleitung. Die verlieren unheimlich viel. Bei dem Wagen Servolenkung hatten wir so Schwierigkeiten. Das ist okay. Man merkt, dass er genau an der Seite verliert. Einmal hier, guck mal hier. Ventillecke-Lichtung kommt so runter. Und einmal hier. Plus Servo. Bei Servolenkung ist auch da, das ist das Rötliche. Das schauen wir uns an, das können wir natürlich beheben. Eidosch, du musst jetzt mit einer Hand einmal das Licht halten hier, oder? Schaffe ich das? Nee. Guck dir dieses Gelenk an, bitte. Siehst du, ja, wie ausgeschlagen das hier ist? Siehst du das? Ach, das ist gut. Hier wird, glaube ich, das Gleiche sein. Also guck dir bitte dieses Gelenk an. Und guck dir. Naja, aber das ist schon. Ja. Ja, geht eigentlich. Also hätte ich jetzt. Oh, geht. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ah, aufpassen. Boah, der bewegt sich kein Millimeter. Das ist schön. Auch sehr schön. Der ist neu. Aber das hier sehe ich. Guck dir mal diesen Querlenker an. Siehst du das? Beide Manschetten. Super, ne? Jetzt guck dir mal das bitte an. Ja, das sieht man sehr schwer. Das sieht man nicht so gut, ne? Oh, ja, das sieht man nicht. Hm. Auf jeden Fall hier die Manschette ist hinüber. Genau, ich hätte Schlimmeres erwartet. Ich finde es super. Die Umlenkrollen wurden neu gemacht. Also hier wurde schon ein bisschen Geld reingesteckt. Geil. Hier wurde einmal weggeflext, weil die das nicht abgekriegt haben. Und dann haben die eine neue Schelle drauf gemacht, aber der verliert halt dort. Meinst du, die haben die bearbeitet? Ne, das Ding ist noch original. Weil das machen die ja sehr oft, weil ihr müsst euch vorstellen, hier sind zwei Rohre. Und ich glaube, diese zwei Rohre gehen erst so und danach so. Glaube ich. Und viele machen das so, dass hier ein Rohr halt abgetrennt wird und dann direkt hier durchgeht. Und dadurch soll man einen sehr, sehr schönen Sound bekommen. Hm. Habe ich gehört. Selber habe ich es noch nie gemacht. Da muss man den anonymen Schweißer fragen. Der kennt sich da. Also ist es auch etwas, was man nicht darf? Der darf man nicht. Dieses Rohr an. Bei einem Modell hast du Dompipes, die hast du einzeln. Ich weiß nicht, ob das M5 ist oder auch bei einem E3945 Modell ist. Einzeln hast und dann hast du hier zwei Rohre. Und die sind sehr, sehr beliebt. Was ich schade finde, dass man nicht noch einen Auspuff hierhin gemacht hat. Dann hätte man natürlich schön zwei Auspuffe. Hat der Jan nicht gesagt, ich habe kaum gedrückt? Was sind das für Spuren? Hier schöne Grüße an Michel, er kennt sich aus. Was für Spuren? Gezogen hier, Donuts hat er gemacht. Echt jetzt? Ja. Guck mal. Hier auch, Donuts, schön Donuts. So, hat er gesagt, ja, hier, mein Bruder verkauft den sowieso. Jetzt machen mein wir mal Freund. Donuts. Ja, Bruder, Freund, das Gleiche. Kann man machen. Ja, Auspuff geht weg. Und wenn der ein oder andere was hat, der kann sich gerne bei mir melden. Wir haben auf jeden Fall einen trockenen Differential. Ne? Ich habe gehört, der hat auch diesen M5-Differential, der 540. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls das so ist.
Ich schwör's dir, 20, guck mal, 26 Minuten lang trage ich das Ding schon. Also. Was willst du von mir? Thai-Massage, eine Aroma-Öl-Massage. Eine Stunde. Was kostet das? 50 Euro? 50 Euro? Ja. Wolltest du aber 10 Jahre unterschreiben oder was? Aber du schickst mich da einmal im Monat hin. Einmal im Monat? Ja. 50 Euro? Eine Stunde? Ey, ich mache gerade noch Fernsehproduktion. Nicht mal da bezahlen wir die 50 Euro im Monat. 50 Euro im Monat. Ich krieg auch nie was geschenkt. Ey, das war... Ja. Guck mal, hier ist alles super. Und guck mal hier. Da. Wahnsinn, was das für Geräusche macht. Ja, und dann hier ist das Geile, du hörst hier gar nichts. Hier hörst du schon so gar nichts mehr. Weil da vorne schon der ganze Sound rausgeht, oder was? Ja. Also, lasst euch überraschen, was für eine Außenanlage hier reinkommt. Aber da siehst du auch, dass die Ventildeckel nicht funktionieren. Hier oben siehst du das sehr schön. Beide Seiten. Aber der Motor hört sich gut an. Ja, das sind sehr viele Sachen. Was leider halt ein bisschen gemurkst ist, auch hier. Das ist, glaube ich, nicht original. Weißt du was? Ich kann das mal sehen. Ich hab gerne mal so versucht, Notlösungen zu finden. Kann das sein? Ja. Wolltest du einmal kurz an den Dings? Guck mal, das sind so Sachen, Aldor. Weißt du, was das ist? Klappband. Das hat ja. Er ja auch nichts verloren. Ja, weißt du warum? Weil das brennen kann? Nein. Die gehen irgendwann ab, wahrscheinlich hält das nicht so, wie es halten soll. Du musst ja gucken, was da steht. Guck mal, da steht doch ach was. Nein, die haben das beschriftet, oder? Oh nein, was steht hier? Irgendwas rechts. Du weißt nicht mehr, welche Kabel das sind. Und dann beschriftest du die. Nein. Bei meinem ersten Mal, wo ich Motor auseinandergebaut habe, auch gemacht. Beim zweiten Mal auch. Ich glaube, beim zehnten Mal auch. Bist du sicher? Du. Gerade ja. Du. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Warum? Den V10 habe ich ja auch nur beschriftet. Ach shit. Ich habe die gar nicht beschriftet. Glaube ich auch nicht. Hier. Aha. Also. Aha. Okay. Jetzt weißt du auch, warum der noch nicht eingebaut wurde, Aidosch. Ja, weil du wahrscheinlich ein bisschen Respekt davor hast, glaube ich, oder? Kann das sein? Nein. Weil ich nicht weiß, wo die hingehört. Ich sag doch Respekt. Nein, Quatsch. Natürlich macht man das. Ist auch richtig so. Wenn man nie sicher ist, einfach beschriften. Kann ja sein, dass man den vor 20 Jahren ausgebaut wurde, wo es noch keine Smartphones gab. Dann hat er das einfach so beschriftet. Boah, ohne diese Abdeckung würde ich dieses Auto niemals kaufen. Das ist die geilste Abdeckung ever. Ehrlich. Voll überzeugt so. Aber. Ach, ich krieg voll die Schmerzen. Ich brauch eine Massage. Ja, ich schick dich in die. Aidosch, kann ich dich auch massieren? Geht das? Dann massiere ich dich. Kann mir die 50 Euro doch sparen? Dann können wir uns aber, die Getränke und so holen. Halbe Stunde mindestens. Okay, guck mal. Schreibt mal ein bisschen in die Kommentare, was ihr meint. Ich finde alles super, motortechnisch läuft der gut. Auf jeden Fall haben wir linke Seite, Geräusche ist immer noch da. Der wurde ja auseinandergebaut. Ich schätze mal, dass die Kette einfach nicht richtig eingestellt wurde. Oder meinst du, das hat irgendeiner gemacht, der vielleicht Laie war? Ich weiß es. Ah, nee, also ich glaube nicht, dass ein Laie hier dran geht. An so eine Kette, ne? Nee. Alter, ist so gut. Jetzt machen wir weiter, jetzt machen wir den Schritt für Schritt. Seid gespannt? Und wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt. Wer abonnieren will, kann abonnieren, kostenlos. Damit ich Aidosch jeden Monat
Zu der Thai-Massage? Aromaölmassage bei der Aromaöl? Könnt ihr dich nicht ganz normal massieren? Nein, so eine Thai-Massage ist 50 schon Euro. So eine Thai-Massage, ne? Original. Was machst du denn? Unecht, die oder ist was? Schon heftig. Auf Wisch bestellt. Nein, die geht da voll dran. Die Ding verkloppt dich halber. Aber du gehst zu Thai-Massage. Nein, dann lasse ich mir eine Aromaölmassage machen, Aroma-Öl, weil die ein bisschen leichter ist. 50 Euro. 44. Pah. Dafür will ich noch bestimmt noch ein paar Wörter kriegen wie ich liebe dich und so danach. Nach was? Nach den 50 Euro. Egal. So, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftsitz. Bis dann. Haut rein. Ciao. Eid euch. 50 Euro.